Eine sehr dünne Kreisscheibe rotiert um eine Drehachse mit konstanter Winkelgeschwindigkeit im Gegenuhrzeigersinn meinetwegen. Dieser Durchstoßpunkt von der Drehachse durch meine Scheibe, den bezeichne ich oder den interpretiere ich als Koordinatenursprung 0. Und dann könnte ich doch mir mal einen Massepunkt M-Index 1 herausgreifen und vom Ursprung aus diesen Massepunkt ansteuern mit einem Ortsvektor R-Index 1. Wäre weiterhin möglich, einen zweiten Massepunkt hier anzusteuern mit einem weiteren Ortsvektor R-Index 2. Ich könnte aber einen dritten ansteuern, meinetwegen M-Index 3, mit einem weiteren Ortsvektor R-Index 3. So, wenn ich mich für die kinetische Energie dieser Kreisscheibe interessiere, dann könnte ich mich auch dafür interessieren, was diese ganzen Massepunkte an kinetischer Energie besitzen, weil, wenn ich das weiß, zähle ich die alle zusammen und ich weiß, was die kinetische Energie meiner Scheibe ist. Das ist auch schon der Grundgedanke. Ich zähle alle kinetischen Energien dieser Masseteilchen zusammen und erhalte dann die Information darüber, welche kinetische Energie die Scheibe besitzt. Wir schauen uns mal den Massepunkt M1 von der Draufsicht an, von der Vogelsicht. Dann brauche ich sicherlich den Ortsvektor R-Index 1 dazu und dieses Massestückchen. Also von oben drauf gesehen schaut das Ganze so aus. Das Massestück M1 wird auf jeden Fall eine Kreisbahn durchschreiten. Vom Ursprung aus, 0, kann ich den Ortsvektor R-Index 1 verbinden. Naja, und dessen Betrag ist der Radius von dieser Kreisbahn. Also, wenn ich mich für die Geschwindigkeit dieses Massepunktes interessiere, dann interessiere ich mich für die Geschwindigkeit dieses Massepunktes, also zurückgelegte Wegstrecke dieses Massepunktes, für die dafür benötigte Zeit. Zurückgelegte Wegstrecke, naja, ist dieser Umfang von diesem Kreis. 2π-fache vom Kreisradius. Kreisradius ist der Betrag von R-Index 1. Die dafür benötigte Zeit ist die Zeit für eine Schwingung, weil die harmonische Schwingung ist ja die äquivalente Bewegung zur Kreisbewegung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit, also groß T. Dieses groß T ist aber umgekehrt proportional zur Frequenz, also könnte ich auch schreiben 2πf mal R. Ich könnte entweder hier gleich stoppen und sagen, naja, das entspricht ja meiner konstanten Winkelgeschwindigkeit, oder ich kann diese bekanntere Darstellung verwenden und dann behaupten, das entspricht ja meiner konstanten Winkelgeschwindigkeit. Ist dasselbe. Was rauskommt, ist letztlich diese konstante Winkelgeschwindigkeit multipliziert mit dem Radius. Das Ganze kann ich mir nun plausibel machen mit meiner anfänglichen Überlegung, was die, ja, kinetische Energie dieser Scheibe sein muss, nämlich die Summe meiner kinetischen Einzelenergien bei 1 beginnend bis n Teilchen, E kin I, ist nichts anderes als 1/2, Summe von 1 bis n über mi vi zum Quadrat. Die kinetische Energie definiert sich ja in der klassischen Physik 1/2 m v Quadrat. Und das wird hier verwendet an der Stelle. Dieses V-Quadrat hatten wir uns gerade erschlossen. Ich kann das ersetzen durch dieses Produkt, also fliegt das schon mal weg. Konstante Winkelgeschwindigkeit bedeutet, W bleibt auf jeden Fall konstant. Und mein R bezieht sich auf den Radius, bezogen auf ein ausgewähltes Massestückchen hier. Gut, folglich sind wir dann auch schon fertig, denn das hier wird bezeichnet als das Trägheitsmoment. Und das Formelzeichen für das Trägheitsmoment ist groß I. Folglich ist die kinetische Energie dieser Kreisscheibe oder kinetische Energie der Rotation, wie es auch genannt wird, nichts anderes als 1/2 mal dieses Trägheitsmoment mal Omega Quadrat. Das ist die bekannte Formel. Gut, dann beende ich an der Stelle dieses Video.